Das Tier macht ungefähr so. Hallo da draußen, es ist Zeit für ein Biosepp-Video und ich bin sehr happy, euch eine neue Reihe vorstellen zu können. Und zwar Wild in Deutschland. Und zwar ist die Frage eigentlich immer die, ne? Ja, müssen wir eigentlich immer nach Afrika reisen oder irgendwie so Nordamerika oder sowas, um wirklich großes Wild und wilde Tiere und coole Tiere kennenzulernen? Nein, überhaupt nicht. In Deutschland haben wir auch super spannende Wildtiere, also Tiere, die in der Wildnis rumlaufen. Und in dieser Reihe stelle ich euch die alle vor. Und heute fange ich an mit dem wahrscheinlich berühmtesten und bekanntesten Wild, was wir in Deutschland haben, nämlich das Reh. Reh auf Latein Capriolus capriolus. Fun Fact, daher kommt tatsächlich der Begriff Kapriolen schlagen. Es ist nämlich wie so wegspringen, einen Purzelbaum schlagen oder Luftsprünge machen. Das machen Rehe auch. Die können weghüpfen, wenn Gefahr droht. Es gibt ungefähr 2,5 Millionen Stück Reh, wie der Jäger sagt, in Deutschland. Also ziemlich viel, ist überhaupt nicht bedroht. Es gibt es eigentlich von der Küste bis zu den Alpen überall verteilt. Lebt da gerne im Wald und auch auf Feldern. Und das ist ein bisschen das Problem, denn da findet das Nahrung. Man nennt es auch ein Konzentratselektierer. Das heißt, das Reh futtert gerne das, was wirklich gut ist, ne? Und richtig reich an Nährstoffen und sowas. Und futtert dann alles, was auf dem Feld ist, ne? So Mais steht da, oh lecker, ne? Futtert das ein bisschen an, irgendwelche Rüben oder so, Kräuter, wunderbar. Geht dann aber auch in den Wald und isst da Triebe und Knospen. Und das macht es gerne morgens und abends, in der Dämmerung, immer wenn die Sonne auf- und untergeht. Und das ist auch genau die Zeit, wo die Bevölkerung in Deutschland zur Arbeit fährt und zurück nach Hause. Und genau dann treffen also arbeitende Bevölkerung und die Autos und die Rehe aufeinander. Denn Straßen gehen oft da lang, wo Wald und Feld ist, ne, dazwischen. Die Zeit passt genau, das heißt, das ist der Moment, wo die meisten Rehe überfahren werden tatsächlich. Und das ist also schlimm. Also achtet darauf, wenn ihr mal mit dem Auto unterwegs seid, ne, passt auf, ist da ein Schild Wildwechsel voraus, dann fahrt ein bisschen langsamer, achtet darauf, dass ihr bremsbereit seid und schaut nochmal an den Straßenrändern, ob da irgendwelche Rehe gerade so warten und gucken. Denn die sind schnell überfordert, wenn zwei Scheinwerfer direkt auf dich kommen. Die nächste Frage, die oft ganz oder ganz häufig kommt, ist eigentlich die, ja, Biosepp schon und gut, das Reh, cool, aber wie klingt so ein Reh eigentlich? Vielleicht wisst ihr es ja, vielleicht auch nicht, denn wer weiß schon, wie ein Reh klingt. Ich kann das hier mal nachmachen, es gibt da so einen bestimmten Ruf, den die Tiere machen, der geht ungefähr so, also das Tier macht ungefähr so. Ungefähr, das ist der Ruf vom Reh, tatsächlich, denke ich mir nicht aus. Gibt es bei YouTube einen, wirklich, ich habe mir das nicht ausgedacht, die rufen wirklich so. Es ist nicht sexy, aber es ist der Ruf vom Reh. Rehe sind auch überraschend klein übrigens. Die meisten Leute denken durch Bambi, das sind irgendwelche riesen Oschis. Die sind 20 Kilo schwer, ungefähr 75 cm hoch. Das kann ich nicht mal auf der Kamera zeigen, so klein sind die. Es ist leichter als ein Labrador eigentlich. Und ja, mit 2,5 Millionen relativ häufig. Das Interessante bei den Tieren ist halt, sie gehören zu den Trughirschen. Das heißt, sie sind näher mit Elchen und Rentieren verwandt als zum Beispiel mit Rotwild oder Dammwild, was wir auch noch in Deutschland haben. Der Rothirsch zum Beispiel, ne, mit seinem großen Geweih. Der Rehbock hat auch ein Geweih, also ein Gehörn vorne. Das ist nicht aus Horn, das ist aus Knochensubstanz. Und das Spannende hierbei ist, das wird jedes Jahr neu gebildet. Es ist ungefähr so groß und für so ein kleines Tier ist das schon ein ganz schöner Kavenzmann. Und auch bei ein Jahr alten Rehböcken kann das schon drei Spitzen an der Seite haben. Die zählt man alle zusammen, dann ist das ein Sechsender, wenn der auf der rechten Seite und der linken Seite drei Spitzen hat. Und das ist erstmal weiß, weil es aus Knochensubstanz besteht. Aber ihr kennt wahrscheinlich alle Bilder, wo das so braun ist. Das hängt damit zusammen, dass es immer, wenn es neu gebildet wird, von so einer Haut umgeben ist, die da Nährstoffe reinpumpt. Und wenn diese Haut damit fertig ist, Nährstoffe reingemacht zu haben, weil das Geweih dann fertig ist, das Gehirn, dann trocknet diese Haut ein und dann möchte der Bock die loswerden, diese Haut. Und das macht er, indem er die so abfegt. Und das macht er an Bäumen, an Sträuchern und so. Und dabei gehen diese Pflanzen auch kaputt. Und die Rinde zum Beispiel geht auf und da kommen braune Pflanzensäfte raus. Und nur deshalb ist dieses Geweih oder das Gehirn vom Reh tatsächlich braun. Das Coole ist außerdem, dass wenn sie dann fertig sind mit dem Geweih oder dem Gehirn, ne, dann sieht das immer gut aus und dann können sie gut ihre Rehricke daran holen, also die Weibchen, und die dann begatten, um kleine Rehkitze zu produzieren. Und wenn die Rehricke begattet ist, dann lagert die dieses befruchtete Ei, woraus später mal dann das Rehkitz wird, ein. Das bleibt erstmal bei der drin, macht erstmal gar nichts. Das nennt man Keimruhe, dass das nämlich dann von August zum Beispiel bis in den Herbst, bis in den frühen Winter hinein erstmal gar nichts macht. Und dann fängt es erst an, sich zu entwickeln. Und dann ist es nämlich genau richtig zum richtigen Zeitpunkt im Frühjahr bereit, geboren zu werden und findet dann im Frühjahr, im Sommer genug Nahrung, um dann durch den nächsten harten Winter wiederzukommen.
Also eine ganz coole Sache, diese Keimruhe gibt es gar nicht so häufig. Und das machen die Rehe, macht die Rehe eigentlich ganz besonders in Deutschland. Also, wir haben wirklich viele coole Tiere. Ich stelle euch alle vor, die wir in Deutschland so haben. Das ganze Wild. Und heute ging es halt los mit dem Reh. Es gibt noch tonnenweise andere. Ihr könnt gerne vorschlagen, welche ihr als nächstes hören wollt. Die kommen immer mal wieder in der Reihe Wild in Deutschland bei BioSepp. Schaut dazu auch auf meiner Homepage vorbei, auf biosepp.de. Schaut da auch gerne dann bei nicht nur YouTube, sondern auch bei TikTok, bei Instagram. Da bin ich überall vertreten. Ihr findet es auf biosepp.de. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.